Was sagt man da? Tut mir leid, Frau Winter. Du kennst die Regel. Dreimal auf unserem Grundstück und der Ball bleibt hier. Na gut, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Entschuldigung. Hallo. Winter, mein Name. Ich wohne hier. Ach, schön für Sie. Sie haben gerade zum wiederholten Male übrigens meine Tageszeitung in den Teich geworfen. Sie werden es vielleicht nicht wissen, aber wenn die Zeitung ins Wasser fällt, kann ich sie nicht mehr lesen. Ist nicht wahr. Doch. Und deswegen werden Sie umgehend dieses Exemplar aus dem Teich holen und mir ein trockenes aushändigen. So, wie sich das gehört. Vorsichtig, vorsichtig, die Steine sind... Klar. Petra, würdest du so nett sein und nach der Schule meine Sachen aus der Reinigung abholen? Ja, Mutter. Und bitte, bitte vergiss nicht, heute Abend das Klavierkonzert aufzunehmen, ja? Ja! Ich danke dir, du bist ein Schatz. Komm, 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 los, lauf, du Pfeife, lauf, lauf, schieß doch! Schieß! Oh, nee. So, bitteschön. Ach, 12 Euro. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich schon mal was gewonnen? Ich meine, so lange wie Sie schon spielen. Die Hertha hat seit 1931 keine Meisterschaft mehr gewonnen. Die spielen auch noch. Wie ich immer sage, wa? Pech im Spiel. Sagen Sie mir bloß nicht, wer gewinnt. War doch völlig klar, wer gewinnt. 5 Verletzte, das verlorene Hinspiel, der Schiedsrichter, dazu der neue Rasen und dann noch die Wechselgerüchte über. Naja, das wissen Sie ja wohl selber. Da muss man doch nur 1:1 zusammenzählen, oder? Spielverderberin! Herr Brenner, was machen Sie denn da? Dem Ümit ist die Kette runtergesprungen. Ich mache sie schnell wieder drauf. Ich glaube, das gehört nicht zu Ihren Hausmeistertätigkeiten. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Doch. Sie könnten zum Beispiel in 212 den Wasserhahn reparieren. Ich kann es nicht ausstehen, wenn ich die Tafel trocken wischen muss. Sie können eine Menge Sachen nicht ausstehen. Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht. Bin ich aber baff. Also, 212 Wasserhahn. Bis spätestens heute Mittag. Was immer Sie glücklich macht, Frau Winter. Fließendes Wasser würde mir schon reichen. Für Sie auch einen schönen guten Morgen, Frau Winter. Er war fort und mein Herz war leer. Leer wie eine Mülltonne am Mittwochmorgen. So leer wie ein Teller, der im schmutzigen Wasser des Spülbeckens landet. Leer wie... Mein Kopf. Was wollen Sie denn? Sie glücklich machen. Ja, muss das jetzt sein? Jetzt habe ich gerade Zeit. Aber bitte leise. Weiter, Jasmin. Leer wie mein Leben. Eine einzige, immerwährende, leere Leere. Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich danke Ihnen, Jasmin. An Ihrer Kurzgeschichte können sich alle ein Beispiel nehmen, wie man es nicht machen sollte. Wie jetzt? Wenn Sie schon über ein so komplexes Thema wie die Liebe schreiben, dann sollten zuallererst Ihre sprachlichen Bilder stimmen. Wenn Ihre große Liebe Sie verlässt, dann können Sie vieles fühlen. Trauer, Verletzung, Melancholie. Einsamkeit, vielleicht auch Verbitterung oder Enttäuschung.
Aber bitte kein schmutziges Spülwasser. Ich fühle wenigstens irgendwas. Das ist gut. Wie der Lateiner sagt, und die sind wie res, tamen est laudanda voluntas. Wenn auch die Kräfte fehlen, so ist doch der Wille zu loben. Überarbeiten Sie Ihre Geschichte noch mal, Jasmin. Max, darf ich mal? Nennen Sie mir doch bitte zwei Werke der deutschen Literatur, in denen der Teufel als Hauptfigur auftritt. Hamlet? Tja. Also Ihr künstlerisches Unvermögen ist ebenso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diesen Kurs am Ende des Semesters mit einer 5 verlassen werden. Es sei denn, Sie ändern Ihre Arbeitseinstellung. Noch irgendjemand einen Kommentar zu Jasmins Geschichte? Also mir hat's gefallen. Immer dieses Liebesgeschwafel ist doch langweilig. Mülltonne und Abwasch, ist doch mal was zum Anfassen. Weiter so. Geht wieder. Frau Winter, entschuldigen Sie, aber Sie haben doch gefragt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sich unser Hausmeister plötzlich als Literaturkritiker versuchen möchte. Was würden Sie denn sagen, wenn ich hier anfange, die Glühbirnen auszuwechseln? Wenn es Ihnen Spaß macht, gerne. Wenn ich nicht in Ruhe unterrichten kann, leiden vor allem die Schüler. Die Schüler leiden so oder so, gerade unter Ihnen. Wie bitte? Herr Brenner, ich bin seit 35 Jahren an dieser Schule. Und ich bin in all diesen Jahren nur zweimal krank gewesen. Zweimal! Und noch nie, und ich meine noch nie, hat sich irgendjemand über mich beschwert. Ja, wie auch? Die haben doch alle Angst vor Ihnen. So ein Unsinn. Ich bin vielleicht streng, aber gerecht. Vor mir muss niemand Angst haben. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Dreimal hoch. Danke, danke, danke. Danke. Das war ganz zauberhaft. Liebe Frau Winter, als Direktor des Friedrich-Fröbel-Gymnasiums und im Namen aller Kollegen, auch derer, die gerade nicht anwesend sind, beglückwünsche ich Sie zu Ihrem 35. Dienstjubiläum. Alles Gute. Mein Dienstjubiläum ist erst in einem Monat. Aber Zeitgeschichte war noch nie Ihre Stärke, Herr Direktor. Macht ja nichts. Frau Hummel. Mit unseren allerbesten Glückwünschen. Tja, was soll ich dazu sagen? Es ist schön zu wissen, dass einem nach so vielen Dienstjahren so viel Respekt entgegengebracht wird. Und was dieses Schmuckstück betrifft, da weiß ich schon den perfekten Platz. Den wollen Sie doch nicht etwa wegwerfen? Doch. Bei mir gehen immer alle Pflanzen ein. Ja, weil sie nicht mit Ihnen reden, wenn sie mit dem sprechen. Jeden Tag eine kleine Ansprache, dann wird es ein Prachtstück. Bitte schön. Wünsche gute Unterhaltung. Ja. Der Hürdenlauf ist total einfach. Ihr dürft nur keine Angst haben. Ich mach das mal vor. Das Wichtigste. Das Adlerauge immer auf die nächste Hürde gerichtet. Und dann locker mit dem Sprungbein aus der Hüfte. Ganz lässig. Und ab geht die Luzi. Ah! Das Flasche? Alles in Ordnung? Haben Sie sich verletzt? Alles in Ordnung? Gut, 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 gut. Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Ja, wäre vielleicht besser. Mach schnell, los, komm. Ach, Herr Läufer, was haben Sie denn jetzt schon wieder angestellt? Sie haben ja gerade noch gefehlt. Kein Mitleid. Beinbruch beim Hürdenlauf. Das ist eine Katastrophe.
In 4 Wochen ist das Fußballspiel Fröbel-Gymnasium gegen Herzog Ernst und ich habe keinen Sportlehrer. Herr Leuschner im Krankenhaus, Frau Fischer ist in Mutterschutz, Herr Lepel auf Klassenfahrt. Wer soll die Jungs denn jetzt trainieren? Soweit ich mich erinnern kann, hat unsere Mannschaft noch nie gegen das Herzog Ernst gewonnen. Leuschners Spielaufbau mit Manndeckung und Standfußball war schon vor 20 Jahren veraltet. Jeder andere kann das nur besser machen. Seit ich an dieser Schule Rektor bin, haben wir nicht einen einzigen Sportpokal gewonnen. Dieses Spiel bedeutet mir sehr viel, Frau Winter. Ich kann nicht einfach irgendjemanden nehmen. Die Jungs brauchen bloß ein bisschen Disziplin, damit sie nicht wie blinde Kaninchen auf dem Platz rumhoppeln. Der richtige Spielaufbau ist die halbe Miete. So gut ist das Herzog Ernst auch nicht. Der Leuschner hat es jedenfalls nicht geschafft. Timo Leuschner ist der unqualifizierteste Sportlehrer, den dieses Gymnasium jemals hatte. Ich habe ihn persönlich eingestellt. Das war dann wohl nicht Ihr bester Tag, oder? Wollen Sie damit andeuten, ich hätte eine Fehlentscheidung getroffen? Ich sag's mal so. Die Entscheidung des Schiedsrichters, bei der WM 86 das Handtor von Maradona als reguläres Tor zu werten, war vernünftiger als jede Entscheidung, die Sie jemals getroffen haben. Machen wir uns doch nichts vor. Sie waren doch schon als Referendar keine große Leuchte. Ja, und als Rektor, ja, das wissen Sie ja wohl selber. Und was Sie noch nicht wissen, Sie werden ab sofort die Fußballmannschaft trainieren. Diese Entscheidung wird Ihnen bestimmt gefallen. Herr Dr. Achenbach, falls Sie es vergessen haben sollten, ich unterrichte Deutsch und Latein. Aber Frau Winter, die Jungs brauchen doch nur ein bisschen Disziplin und das ist doch Ihre große Stärke. Mit Ihrer Autorität und Sachkenntnis können wir sogar das Spiel gewinnen. Argumentum baculinum, wie der Lateiner sagt. Ein schlagendes Argument. Und ich sage numquam. Niemals. Jetzt mach doch schon. Mach. Nein, nicht zurückspielen. Wo ist denn das Tor? Hab's gewusst. Ach, ich frage mich wirklich, wie ich diese Seniorentanztees immer noch überstehe. Man weiß nie, ob der Partner, mit dem man tanzt, sich langweilt oder ob er schon tot ist. Dann geh doch nicht hin. Ja, was soll ich denn stattdessen machen? So wie du jeden Abend am Tisch sitzen, du korrigierst und legst Patiencen. Dabei solltest du mal rausgehen und dich amüsieren. Du bist in den besten Jahren. Deine Scheidung ist doch schon Geschichte. Ich brauche kein Amüsement. Und das Korrigieren gehört zu meiner Arbeit. Hast du das Konzert gesehen? Das Konzert? Ja. Doch. Und wer hat gewonnen? Vor dir kann man auch nichts verheimlichen. Aber das ist doch klar, dass du dir kein Konzert anguckst, wenn ein Fußballspiel läuft. Eben. Eben, du hättest Fußballtrainerin werden sollen und nicht Lehrerin. Täuschungen bei der Ballführung. Täuschungstechnik. Der Spieler treibt den Ball und führt eine kurze Ausfallbewegung durch. Ja. Glückwunsch, Dr. Achenbach. Sie haben eine neue Trainerin. Das freut mich aber. Ich wusste doch, dass Sie nicht Nein sagen können. Ich tue Ihnen nur einen Gefallen. Aber vor allem der Schule. Irgendjemand muss ja die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Ach, kommen Sie, Frau Winter. Ein bisschen Spaß haben Sie bestimmt auch dabei, oder? Dr. Achenbach, ich bin Lehrerin. Ich bin nicht zum Spaß hier. Sind Sie wahnsinnig? Pardon, das war so nicht geplant. Tja. Thomas Mann, tot in Venedig. Das ist ja... Schön, oder? Habe ich schon zweimal durch. Kann ich immer wieder lesen. Sie glauben wahrscheinlich nur, weil ich hier den Müll einsammle, hätte ich keinen Horizont, wie? Nein, nein. Ich habe meine Examensarbeit über Thomas Mann und Tod in Venedig geschrieben. Oh. Daran musste ich gerade denken. Über Ihren Horizont, Herr Brenner, habe ich mir hingegen noch nie irgendwelche Gedanken gemacht. Sagen Sie mal, Petra, das kommt doch aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Stein, oder nicht? Ursprünglich kommt es aus dem Griechischen und heißt Fels. Denken Sie mal an Petrus. Aber netter Versuch.
Winter. Hallo, Maria. Ich bräuchte dringend ein paar Sachen, also alles, was Sie über Fußball haben. Regeln, Spieltaktiken, Trainingsübungen, Geschichte und so weiter und so weiter. Schon erledigt. Ich weiß doch, wie gründlich Sie recherchieren. Als ich gehört habe, dass Sie die Jungs jetzt trainieren, habe ich schnell alles rausgesucht. Sehr gut. Inklusive einer Videoaufnahme von unserem letzten Spiel gegen Herzog Ernst. Hier. Das klingt ja so, als wollten Sie, dass wir gewinnen. Frau Winter, seit 40 Jahren warte ich darauf, dass wir einmal den Pokal gewinnen. Wenn einer diesen faulen Bengels Disziplin beibringen kann, dann Sie. Sie sind meine letzte Hoffnung. Machen Sie sie fertig! Frau Winter und die Fußballjungs? Das gibt Tote. Und überhaupt eine Frau als Trainerin, das ist doch lächerlich. Liebe Kollegen, es gibt überhaupt keinen Grund zur Aufregung. Ich suche selbstverständlich sofort einen adäquaten Ersatz für Herrn Leuschner. Aber das kann ein paar Tage dauern. Und so lange kann sich doch Frau Winter mit den Jungs austoben. Das wird für uns alle sehr entspannend sein. Ach so, Sie meinen... Dass die Jungs es der Winter mal so richtig zeigen. So wie ich das sehe, wird Frau Winter den Job nach spätestens einer Woche hinschmeißen. Und das wäre doch eine ziemliche Demütigung. So sehe ich das auch. Ist jemand gestorben? Petra, meinst du nicht, dass du dich ein kleines bisschen zu viel engagierst? Es ist doch nur ein Fußballspiel. Kein Mensch erwartet von dir, dass du nächstes Jahr die Weltmeisterschaft gewinnst. Die gewinnen wir auch ohne mich. Also ich verstehe wirklich nicht, warum dir das da so wichtig ist. Ich unterrichte seit 35 Jahren. Im Physikraum hängen die Urkunden von Jugend forscht. Und sogar im Gewächshaus vom Schulgarten steht das goldene Radieschen für das beste Schülerbeet des Jahres. Und was habe ich jemals bekommen? Einen Kaktus. Nicht einmal ein Danke. Ich will auch mal ein bisschen Anerkennung. Ich will diesen Pokal! Guten Tag, Frau Winter. Herr Senko, kann ich Ihnen helfen? Na, ich komme zur Lateinnachhilfe, es ist doch Donnerstag. Nikolas, Ihre Nachhilfe beginnt seit 6 Monaten jeden Donnerstag um 3. Jetzt ist es 3:20. Zeit ist kostbar und meine haben Sie gerade verschwendet. Das tut mir leid. Meine russische Großmutter hat immer gesagt, Mensch, wie die Zeit vergeht. Konjugieren Sie doch mal nicht wissen. Neskio, neskis, neskit, da weiß ich nicht. Dann fahren Sie mal nach Hause und lernen es. Nächsten Donnerstag um 3 werden Sie es ja dann wohl wissen. Also, meine Herren, hic Rhodos, hic Salta, hier spielt die Musik. Guten Tag. Max Pelzer? Ja. Nehmen Sie bitte Ihren Kaugummi raus. Ist hier nicht verboten. Bei mir schon. Paul Driesner? Ja, hier. Ich bin der Torwart. Ah ja. Anton Dvořák? Sie sind der tschechische Austauschschüler. Interessanter Name. Wie der berühmte Anton Dvořák, Komponist und Eisenbahnliebhaber 1841 bis 1904. Sein bekanntestes Stück ist Aus der neuen Welt. Kennen Sie sicher. Strebe. Gut, danke, das reicht. Ich glaube, wir alle wissen, um welchen Dvořák es sich handelt. Gut. Ach nee, Väterchen Frost ist mal wieder zu spät. Entschuldigung, Frau Winter, ist mir wirklich... Asenko, Zeit. Zeit. Tempus temporis. Also, meine Herren, wie Sie ja mittlerweile gehört haben, vertrete ich Herrn Leuschner. Sie werden sicher erstaunt sein, dass ausgerechnet ich jetzt vor Ihnen stehe. Aber ich garantiere Ihnen, dass ich mindestens so qualifiziert bin wie Herr Dvořák. Würden Sie bitte Ihr Handy ausstellen? Nur noch ein Wort. Alles klar. Ha, ha, ha.
Na schön. Eins wollen wir mal klarstellen. Diese Veranstaltung ist zwar freiwillig und nicht Teil des Lehrplans, aber trotzdem gelten hier gewisse Regeln. Schalten Sie bitte sofort alle Ihr Handy aus. Warum das denn? Beim Löschner durften wir immer. Bei mir gelten andere Regeln. Und was ist, wenn wir keinen Bock auf Ihre Regeln haben? Dann steht es Ihnen frei zu gehen. Und tschüss. Na los, was ist denn? Aber meine Herren, wollen Sie denn nicht gewinnen? Also ich bin bereit. Geht's denn? Ja. Ach, verdammt. Ist auch noch der Absatz. Frau Winter. Frau Winter, ich habe gehört, das erste Training lief nicht so rund. Wie? Wie kommen Sie denn darauf? Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, machen Sie doch einen Deal mit den Jungs. Schauen Sie, ich helfe den Jungs hier und da, dafür werfen sie keine brennenden Kippen in den Müll und schmieren keine Graffiti an den Wänden. Es ist immer alles ein Geben und ein Nehmen im Leben. Wo ist denn die Kette? Schauen Sie mal, da hängt sie gut. Wie gesagt, machen Sie einen Deal. Herr Brenner, ich bin Lehrerin. Ich mache keine Deals, weder mit Ihnen noch mit meinen Schülern. Sie unterstützen ja noch die Unselbstständigkeit der Schüler. Was die Jungs brauchen, sind Vorbilder. Freunde haben sie genug. Na ja, gut, aber wenn man gerne in die Schule geht, dann lernt man auch mehr, finden Sie nicht? Die Schüler sind alt genug, um zu wissen, dass das Leben kein Spaziergang ist. Also wenn Sie mich fragen, das merken die noch früh genug alleine. Lassen wir sie doch jung sein und Spaß haben. Meine Meinung. Herr Brenner, der Tag, an dem ich mir bei Ihnen pädagogische Ratschläge einhole, wird mein letzter Arbeitstag sein. Denn dann habe ich als Lehrerin an dieser Schule nichts mehr verloren. Guten Tag. Gute Fahrt. Mutter, stell bitte sofort meine Dame wieder an ihren Platz. Diesen Zug gibt's überhaupt nicht. Wieso denn nicht? Ja, der Turm ist kein Pferd, so sind nun mal die Regeln. Ach komm, hör mir auf mit Regeln. Ich war 35 Jahre lang Richterin am Familiengericht. Ich hab genug von Regeln. Holst du mir noch einen Sherry, bitte? Noch einen? Mhm. Wenn man nicht nach den Regeln spielt, macht es überhaupt keinen Spaß. Du, ich wette, deine Schüler hatten eine Menge Spaß, als sie dein Fahrrad auseinandergenommen haben. Ich fürchte, deine Trainerkarriere ist zu Ende, danke. Bevor sie richtig begonnen hat. Ich dachte, das gibt's nur in der Bundesliga. Von wegen. So schnell gebe ich bestimmt nicht auf. Ich habe mir vorgenommen, dieses Spiel zu gewinnen und das werde ich auch. Darf ich mal, meine Damen? Morgen. Max? Ja? Darf ich Sie mal kurz sprechen? Nur wenn Sie mitspielen. Oh, ich warne Sie. Ich habe früher viel gespielt. Ich habe mir die Aufnahmen der letzten Spiele angesehen. Ich kenne jetzt die Schwächen der Spieler von Herzog Ernst. Bei Standards sind sie besonders schlecht. Schon allein, wenn wir die hinkriegen, können wir sie einsacken. Und warum erzählen Sie mir das? Die anderen hören auf Sie. Wenn Sie mitmachen, machen alle mit. Das könnte sich auch positiv auf Ihre Deutschnote auswirken. War das etwa gerade ein Bestechungsversuch, Frau Winter? Nennen wir es mal ein Deal. Ist das nicht gegen die Regeln? Ha. Danke für Ihr Angebot, aber ich bleib lieber bei meiner ehrlichen 5, als mir von Ihnen den Fußball vermiesen zu lassen. Wissen Sie noch, was Sie mal gesagt haben? Schule ist wie ein Supermarkt und ich sitze an der Kasse. Ist ein geiles Gefühl, mal selbst an der Kasse zu sitzen.
Sie haben die ganze Stunde Zeit. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Aber kommen Sie nicht auf die Idee zu schummeln. Meine Augen sind überall. Und scharf. Haben alle? Also fangen Sie an. Was denn? Herr Brenner, wissen Sie, wo die herkommen? Schätze mal von oben. Das haben Flugblätter so an sich. Das müssen ein paar Witzbolde vom Herzog-Ernst-Gymnasium gewesen sein. Keine Ahnung, wie die da hochgekommen sind. Versager. Guck dir mal die Bilder an. Moment, noch ein geht doch noch, guck mal mit. Mein Gott, was soll denn das? Das waren die Herzog-Ernst-Kinder. Also, wenn das unsere Jungs nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Sie sind da auch ganz gut getroffen. Herr Brenner, ich fürchte, mir fehlt dazu der nötige Humor. Gott sei Dank. Frau Winter, man muss auch über sich selber lachen können. Ja. Meine Meinung. Ist das Frau Winter? Ja. Nee. Guck mal, die anderen lachen über uns. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Ja? Was müssen wir tun, um diese Vollidioten vom Herzog Ernst fertig zu machen? 4-mal die Woche trainieren. Unter meiner Leitung, nach meinen Regeln. Also gut, meine Herren, ab zum Umziehen. Noch 3 Runden, meine Herren. Hier nicht einschlafen, wir sind hier nicht im Altersheim. Weiter, weiter, schneller. Und 2. Und 3. Und die Bauchmuskulatur anspannen. Und die Zigarette her. Und hoch. Marco, gut. Wunderbar. Und weiter. Und schneller wechseln. Was meinen Sie? Soll ich den Wasserschlauch holen oder den Krankenwagen? Herr Brenner? Ja. Kümmern Sie sich mal lieber um Ihren Maulwurf da hinten, ja? Was immer Sie glücklich macht. Auch was ohne die Brille? Naja, eine Sportbrille kann meine Mama nicht bezahlen. Und wie ist es mit Kontaktlinsen? Allergisch. Auch das noch. Naja, wir versuchen es mal, ja? Los, fangt an! Meine Brille. Hier. Geht's wieder? Was ist denn passiert?
Und, angenehm? Ja. Gut, dann war's das. So, das hätten wir dann. Mit der neuen Sportbrille wird Ihr Sohn keine Probleme mehr haben. Die Gläser sind dann morgen fertig. Wunderbar. Ich möchte sie dann auch gleich bezahlen. Gern. Er ist nicht mein Sohn. Oh, Verzeihung. Ich meinte, wird Ihr Enkel dann keine Probleme mehr haben. Was sage ich überhaupt meiner Mutter, wer die Brille bezahlt hat? Sagen Sie einfach, die Schule hat sie bezahlt. Ich soll sie belügen? Aber das ist doch keine Lüge. Mich bezahlt die Schule, ich bezahle die Brille. Also hat gewissermaßen die Schule die Brille bezahlt. Aha. Naja, gut. Auf jeden Fall nett von Ihnen. Vielen Dank. Also ich mache das nur, damit wir gegen das Herzog Ernst überhaupt eine Chance haben. Ist doch klar, nicht so viel nachdenken. Weiterspielen! Aufhören, aufhören. Alle mal herkommen. Wenn Sie mit dieser Leistung antreten, dann können Sie froh sein, wenn Sie nur zweistellig verlieren. Wir trainieren jetzt schon seit 2 Stunden. Wie wär's mal mit einer Pause? Herr Pelzer, wunderbar. Genau wie im Deutschunterricht scheinen Sie zu glauben, dass man mit möglichst wenig Einsatz zum Ziel kommt. Aber ich dachte, das Ganze soll noch Spaß machen. Ja, schön, dann gehen wir alle mal ein Bier trinken. Und vielleicht wird ja die Mannschaft vom Herzog Ernst demnächst vom Blitz erschlagen. Könnte doch sein. Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Sie haben vielleicht Ahnung von Fußball, aber von Motivation verstehen Sie überhaupt nichts. Und wissen Sie was? Deswegen hassen auch alle Ihren Unterricht. Wir verlieren doch sowieso. Genau wie jedes Jahr. Ihr habt nicht verloren, weil ihr schlechter seid. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Aber dafür müsst ihr was tun. Erfolg bekommt man nicht geschenkt. Solange ihr das nicht begriffen habt, werdet ihr nie gewinnen. Mann, ey. Diese Winter sollte man von der Schule schmeißen. Wieso darf die uns überhaupt trainieren? Aber sie hat recht, wir spielen scheiße. Mir doch egal, ich mach jedenfalls nicht mehr mit. Ihr könnt euch ja weiterhin zum Affen machen. Und für die Winter habe ich noch eine schöne Überraschung. Was denn für eine Überraschung? Nein! Nee, Alter, das glaube ich jetzt nicht. Und, Frau Winter? Kommen Sie gut voran? Och. Frau Winter, mich hat gerade der Herr Meuchelbach vom Herzog-Ernst-Gymnasium angerufen. Offenbar ist der Fußballmannschaft das Maskottchen abhanden gekommen. Frau Winter, Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Ich? Nein. Wie sieht das denn aus? Ja, es ist ein Schwein. Ein Schwein? Nein, das habe ich hier nirgendwo gesehen. Und wenn, erfahren Sie es als Erste. Passen Sie auf! Halt! Oh, nein! Was waren das? Meine Aufzeichnungen! Das tut mir jetzt aber wirklich leid. Ihr wisst nicht zufällig etwas von einem verschwundenen Schwein? Wieso, ist der Direktor entführt worden? Nein. Ich spreche von Herzog Ernst, dem Schulmaskottchen. Irgendjemand eine Idee dazu? Was war das? Ich habe nichts gehört. Ihr? Und was ist das? Frau Winter, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das hier reingekommen ist. Jetzt muss ich aber los. Moment mal, was fällt Ihnen denn ein? Sie bringen das Schwein sofort zurück zum Herzog-Ernst-Gymnasium. Frau Winter, ich würde ja gerne, aber ich muss dringend noch für Mathe lernen. Und Sie haben ja gesagt, ich muss meine Einstellung zur Schule ändern. Und dann können Sie mich ja jetzt nicht am Lernen hindern. Naja, tschüss. Tja, und? Wer bringt dich jetzt zurück? Du? Hallo? Ich hätte gerne ein Taxi zum Fröbel-Gymnasium in der Königstraße. Für mich und ein Schwein. Nein, kein Begleiter. Ein richtiges Schwein. Hallo? Sind Sie noch da? Herzog Ernst. Oh, das ist aber niedlich. Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Schwein haben. Sehr witzig. Ach, Herr Brenner. Ja? Ich würde Sie nicht fragen, wenn ich irgendeine andere Möglichkeit hätte. Aber ich stecke da ein bisschen in der Bredouille. Um Hilfe bitten ist nicht Ihr Ding, wie? Ich hätte einen Tipp. Fragen Sie einfach. Na schön. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Beraten Sie mal.
Das alles wegen dieser dämlichen Flugblätter. War ja klar, dass die Jungs sich dafür rächen. Und wer muss das wieder ausbaden? Oberstudienrätin Winter, natürlich. Ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Lachen Sie sich richtig aus. Entschuldigen Sie, aber die Flugblätter, die kommen gar nicht vom Herzog-Ernst-Gymnasium. Wie? Ja, woher denn? Etwa von Ihnen? Ich wollte Ihnen helfen. Ich habe mir die Fotos besorgt, einmal durch den Computer gejagt. Ich wollte unsere Jungs motivieren. Hat doch wunderbar geklappt. Und warum wollten Sie mir helfen? Weil diese Bande... Weil ich ein alter Fußballfan bin. Bleiben Sie sitzen. Herzog Ernst, du kommst gleich in deinen Stall. Halt, warten Sie. Ach, komm her. Komm. Ja, so ist gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig, so, pass auf. Ganz ruhig, gleich haben wir. Gleich bist du wieder in deinem schönen Stall. So, pass auf. Oh, so, ganz ruhig, bleib hier. Herr Brenner! Was denn? Hier komme ich mehr raus. Das gibt's doch nicht. Doch. Das gibt's doch nicht. Wir sind eingesperrt. Ich komm mal jetzt. Der kommt doch noch. Schnell da rein. Tür ist zu. Na wunderbar. Das hat uns gerade noch gefehlt. Haben Sie irgendeinen konstruktiven Vorschlag? Auf jeden Fall ist genug zum Spielen da. Keine Fenster. Alles in Ordnung? Nein. In engen Räumen geht's mir immer ganz schlecht. Tun Sie bitte irgendwas. Ganz ruhig. Schön durchatmen und denken Sie an etwas anderes. An was denn? Zählen Sie alle deutschen Meister seit 1950 auf. 51, Kaiserslautern, dann Stuttgart, dann wieder Kaiserslautern, dann Hannover 96, nein, damals hießen die noch Hannoverscher SV 96. Machen Sie irgendwas! Augenblick, ich sammle nur meine Kräfte. Haben Sie gesehen? Das war die fernöstliche Methode. Gott sei Dank. Ich weiß nämlich nicht, wer 55, 56 deutscher Meister war. Die Borussia. Nicht wie raus. Ja. Natürlich, die Borussia. Jetzt müssen wir klettern, Frau Winter. Nein. Warten Sie, ich mache jetzt erstmal hoch und dann rüber. Sieh mal an, wen haben wir denn da? Ah, Namen Frau Winter. Erkennen Sie mich? Ich bin's. Der Tommy Sengewald. 1990 bis 95. Fröbel-Gymnasium. Ja, natürlich. Herr Sengewald. Und, wie geht's Ihnen? Nachdem Sie mir die 5 in Latein verpasst haben und ich die Versetzung nicht geschafft habe, bin ich abgegangen. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist der Job als Hausmeister hier. Tja, die 5 damals in Latein wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie nicht so oft geschwänzt hätten. Und soweit ich mich erinnere, habe ich Ihnen doch Nachhilfe angeboten, mehrmals. Ganz ehrlich, Frau Winter, würden Sie zur Sicht zur Nachhilfe gehen? Naja, nun sind Sie ja am Herzog Ernst. Und Herr Sengewald, Sie haben uns nicht gesehen. Klar. Eine volle Stunde lang musste ich Direktor Meuchelbach vom Herzog Ernst erklären, was eine Oberstudienrätin und der Hausmeister dieses Gymnasiums nachts in seinem Geräteschuppen zu suchen hatten. Es ist doch gar nichts passiert. Außer einem kaputten Türschloss und einem sehr verstörten Schwein, wie mir Herr Meuchelbach mitteilte. Ich konnte gerade noch eine Anzeige verhindern. Womit haben Sie das Schwein denn bestochen? Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie sich noch in der Probezeit befinden, Herr Brenner. War das alles, Dr. Achenbach?
Vielleicht sollte doch jemand anders die Fußballmannschaft trainieren. Ihre Vorbildfunktion scheint mir nicht mehr ganz intakt zu sein. Das Training läuft ja bislang nicht so gut, wie ich höre. Ich bleibe bei meiner Strategie. Und ich rate Ihnen, schleunigst Ihre Taktik zu ändern, Frau Winter. Mit Disziplin alleine kommen Sie offenbar nicht weiter. Ich erwarte in spätestens einer Woche Fortschritte. Andernfalls muss ich Ihnen den Auftrag leider entziehen. Danke, das wäre dann alles. Tut mir leid, dass ich Sie damit reingezogen habe. Wenn ich das irgendwie wieder gut machen kann... Gute Aktion, Frau Winter, mit dem Schwein. Respekt, bis gleich beim Training. Frau Winter, ich möchte Ihnen so gerne helfen. Beim Training, meine ich. Ja, haben Sie denn Ahnung vom Fußball? Ich habe selber gespielt, von der F bis zur A-Jugend. Und Fußball verlernt man nicht. Und motivieren kann ich auch, das haben Sie selber gesehen. Ich rede Ihnen auch nicht rein. Sie sind die Trainerin. Aber ich glaube, Sie können mich brauchen. Meine Meinung. Herr Brenner, mir kommen da gewisse Zweifel. Meine Meinung. Frau Winter, Sie werden es nicht bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Ich bin schon umgezogen. Lasst ihm doch nicht so viel Platz, Herr Quattromann. Schneller und schön den Ball halten, ja. Spiel an, Max, spiel an. Du siehst doch, dass er dich braucht. Der klebt ja förmlich am Gegner fest. Ihr müsst immer denken, ihr müsst zum Strafraum. Das ist das, wohin wir wollen. Hinein in die Gefahrenzone. Versteht ihr mich? Weiter, weiter. Ein Konter ist immer möglich. Ja, gut. Gut gemacht. Ja, warum spielst du denn nicht weiter? Quer. Wisst ihr nicht, was quer heißt? Das ist quer. Ja, hinterlauf ihn. Hinterlaufen, Ümit. Da ist das Tor. Nun schieß doch endlich. Ümit. Im letzten Jahr waren Sie der Einzige, der Tore gegen das Herzog Ernst geschossen hat. Aber seit dem ersten Training hast du das Tor noch nicht einmal getroffen. Und das, obwohl unser Torwart blind wie ein Maulwurf ist. Paul, bitte nicht persönlich nehmen, hm? Schon klar. Also, was ist los mit Ihnen? Jasmin! Jasmin! Klarer Fall von Liebeskummer. Ihr könnt mich alle mal. Weißt du, was er mir zu unserem Einmonatigen geschenkt hat? Karten für ein Fußballspiel. Danach hat er mich noch schön zum Essen eingeladen. Verkohlte Bratwurst mit Senf und Bier aus dem Pappbecher. Aber weißt du, was das Schärfste war? Danach sind wir ja noch zu mir. Meine Eltern waren ja über Nacht bei Oma. Da hat er tatsächlich Nerv und schaltet Fußball ein. Nur weil wir so einen blöden Plasmabildschirm haben. Oh, die Jungs sind so bescheuert. Er redet nur noch von Fußball und Frau Winter. Ausgerechnet von so einem Drachen. Ich weiß eh nicht, wieso die überhaupt noch trainieren. Die Winter brauchte vom Spiel nur zur Gegenmannschaft gehen und die einmal so zur Schnecke machen, dass sich keiner mehr von denen auf dem Platz traut. Aber meinst du, er hat mir einmal gesagt, was er für mich empfindet? Nie. Ich meine, was haben Männer bitte für Probleme mit ihren Gefühlen? Ah, Frau Winter. Sie arbeiten ja gar nicht an Ihrer Taktik. Wer sagt, dass ich das nicht tue? Oh, brav. Schauen Sie mal, was ich gefunden habe. Lady Chatterley. Ist das lesenswert? Och, kein Geschwafel. Mehr was zum Anfassen. Jetzt warte doch mal, ich möchte doch nur mit dir reden. Ich hab dir aber nichts mehr zu sagen. Weißt du, geh doch zu deinem blöden Fußball. Jetzt bleib doch mal hier. Bleib doch bei deiner geliebten Winter, mir reicht's. Ich mach Schluss. In diesem Moment startet 3 mit Anlauf am Flügel, um die 7 zu hinterlaufen. 2 lässt sich in die Abwehrkette fallen. 7-11, die der 3 zur Flanke in den Lauf spielt. Habt ihr das verstanden? Ja, ja. Jungs, Ümit ist nicht der Einzige, der nicht bei der Sache ist. Ihr müsst vorausahnen, was euer Mitspieler vorhat. Antizipation kommt von... Antizipare, klar? Max. Wenn Anton den Ball bekommt, musst du schon frei und auf seine Flanke vorbereitet sein. Und Anton, du lässt dich viel zu weit zurückfallen. Wenn ihr hinten seid, dann müsst... Was Frau Winter damit sagen will, ist, jeder von euch denkt, er gibt sein Bestes. Aber ihr seid kein Team. Und warum seid ihr kein Team? Weil ihr kein Vertrauen zueinander habt. Passt auf, wir probieren mal was zusammen aus. Herr Brenner, bitte unterbrechen Sie mich nicht in meinen Anweisungen. Es geht wirklich ganz schnell, Frau Winter.
Mit Spielchen kommen wir hier nicht weiter. Mit Ihrer abstrakten Kunst schon gar nicht. Die können Sie ins Museum hängen. Vertrauen Sie mir. 5 Minuten. Bitte. Also pass auf, steht mal alle auf. Max, komm mal her. Anton, du auch. Komm her, Max. Du stellst dich hier mit dem Rücken zum Anton. Komm ein bisschen näher. So. Mach die Augen zu, mach dich steif wie ein Brett, lass dich nach hinten fallen und der Anton fängt dich auf. Wie jetzt, ohne zu gucken? Ja, das ist doch der Witz. Ihr sollt euch vertrauen. Los. Rein physikalisch ist der doch viel zu schwer für mich. Red kein Quatsch. Wenn ich nicht auffange, ist das nicht meine Schuld. Wenn du mich fallen lässt, kriegst du mal auf die Fresse streben. Red nicht so lang, mach. Hopp. Wunderbar, das macht ihr jetzt alle und abwechselnd. Du auch, komm. Ja, los. Wo haben Sie das denn her? Ach, das habe ich in irgendeinem psychologischen Ratgeber gelesen. Gut, oder? Wollen Sie auch mal? Nein, nein, danke. Ich bin ja kein Spieler. Kommen Sie, ich fange Sie also, auf, Frau Winter. Nein, jetzt haben Sie doch keine Sie, Angst. Bitte Sie, Schluss jetzt. Danke, das reicht, meine Herren. Sehr schön, sehr schön. Also ab unter die Dusche. Und vergesst eure Trainingssachen nicht, Herr Brenner. Ja. Ich hoffe, Sie verstehen unsere Situation nicht falsch. Wenn Sie sich mit den Jungs anfreunden wollen, tun Sie das. Mein Interesse ist es nicht. Das gibt's doch nicht. Fehler über Fehler. Die schreiben Salat mit Doppel-L. Oh, jetzt lass doch mal dieses korrigieren. Sei locker und amüsier dich. Du wirst deinem Vater immer ähnlicher, je älter du wirst. Dieses ewige Dozieren und Verbessern. Semper aliquid erat. Es bleibt immer etwas hängen. Prost. Prost. Dürfte ich Sie dann jetzt zu Ihrem Tisch geleiten? Ja. Lehrer bleibt Lehrer. Wie der Vater, so die Tochter. Du warst doch ganz zufrieden mit ihm. Ich war mehr als zufrieden. Dein Vater war der beste Ehemann, den man sich wünschen kann. Und er war mir ein Leben lang treu. Womit wir ja wieder beim Thema wären. Ich bringe Ihnen Ihre Getränke. Ja, bitte. Und es war natürlich auch meine Schuld, dass Rüdiger ein Verhältnis mit seiner Steuerberaterin angefangen hat, die halb so alt war wie ich. Ich wollte doch damit nur sagen, dass es auch noch nette, anständige Männer gibt. Ja, ja, natürlich. Na, der ist doch wohl ein bisschen zu jung, oder? Bestell uns doch schon mal den Wein. Aber du... Ich Darf ich mich setzen? Haben Sie bereits gewählt? Ja, ich werde das Lachsfilet probieren. Sehr gerne. Und meine Tochter hat sich wohl für das junge Gemüse entschieden. Sie ist nicht gekommen, oder? Jasmin. Ja, also, Jasmin hat vor einer Woche mit mir Schluss gemacht. Ich sei nicht romantisch genug und so. Das stimmt ja wahrscheinlich auch. Ja, und da dachte ich mir, lade ich sie hier zum Essen ein mit allem drum und dran. Na, ja, und jetzt ist sie nicht mehr gekommen. Wie haben Sie sie denn eingeladen? Ja, ich habe eine SMS geschickt. Eine SMS? So lädt man aber keine Frau ein, die sich Romantik wünscht. Eine Frau will persönlich gefragt werden. Sie will, dass man ihr in die Augen schaut. Dass man notfalls auch mal einen Korb in Kauf nimmt. Wenn ein Mann nämlich Ablehnung riskiert, das macht ihn viel interessanter. Also, bitte, das ist nur meine Ansicht. Ja. Sag mal, wo ist denn der Nikolas? Nikolas kommt nicht mehr. Wie, der kommt nicht mehr? Heute? Nein, gar nicht mehr. Er hat gesagt, er will nicht mehr spielen. Wahrscheinlich irgendwas zu Hause. Ja, aber ohne Nikolas haben wir keine Abwehr. Das kann der doch nicht machen. Sehr gut. Ganz locker in den Schultern. Wunderbar. Nicht so schlapp, Anton, ja? Nikolas, die anderen haben ja gesagt, sie wollen nicht mehr mitmachen. Warum nicht? Sie sind der Einzige, der in der Abwehr gut spielt.
Und Sie haben doch auch Spaß dran. Was ist denn passiert? Nein, es ist nichts passiert. Ich habe einfach keine Lust mehr. Außerdem verlieren wir genauso wie immer. Wenn Sie nicht weitermachen, bestimmt. Außerdem glaube ich dir nicht, dass du keine Lust mehr hast. Es ist mir egal. Ich will einfach nicht mehr spielen. Außerdem haben Sie selber gesagt, Teilnahme ist freiwillig. Ich muss mich auf den Unterricht konzentrieren. Auf den Unterricht? Aber der ist doch nicht wichtig. Hallo, ich würde gern zu Frau Winter. Na, kommen Sie rein, schnell. Petra, für dich. Möchten Sie einen Sherry zum Aufwärmen? Ach nein, sei doch so lieb und mach uns einen Tee. Okay. Wollen Sie, willst du einen Tee, Nikolas? Ja, sehr gerne. Spielen Sie Klavier? Nein, leider nicht. Ich habe mir immer vorgenommen, es zu lernen, aber bin nie dazu gekommen. Nach der Pensionierung erfülle ich mir den Wunsch, hoffentlich. Aber du bist nicht hierher gekommen, um mit mir über das Klavierspielen zu sprechen. Na, eigentlich schon. Also es stimmt nicht ganz, was ich heute zu Ihnen gesagt habe. Ich will ja Fußball spielen, aber ich kann nicht. Mein Vater hat mir verboten zu spielen. Dein Vater? Warum? Na, weil ich mich verletzen könnte und dann könnte ich nicht mehr Klavier spielen. Er versucht aus mir einen zweiten Andrei Sajenko zu machen. Als wenn der erste nicht schon schlimm genug wäre. Andrei Sajenko, der berühmte Pianist? Das ist dein Vater? Ja. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ja, wie auch, er ist ja nie da. Meine Mutter regelt das alles, während er in der Weltgeschichte rumfährt. Er begreift einfach nicht, dass es auch noch andere Sachen gibt, außer Klavierspielen. Ich habe ja nichts dagegen, Pianist zu werden, aber ich will ja noch was anderes machen. Hast du ihm das genauso gesagt? Ach, das interessiert ihn sowieso nicht. Spielst du was für mich? Ich bin Petra Winter. Ich unterrichte Deutsch und Latein am Fröbel-Gymnasium. Hat mein Sohn Probleme in der Schule? Nein. Ich bin auch die Fußballtrainerin von Nikolas. Tut mir leid, wir sind uns nie begegnet. Ich bin leider viel unterwegs. Meine Frau kümmert sich um diese Sachen. Ich bin hier, um mich zu bitten, dass Nikolas weiter Fußball spielen darf. Ja. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber Nikolas spielt wirklich sehr vorsichtig. Liebe Frau Winter. Winter, Fußball ist nicht das Richtige für Nikolas. Die Musik, das ist seine Begabung. Ich weiß, ich habe ihn spielen gehört. Und er spielt mit großer Freude. Und glauben Sie mir, er will genau das, was Sie auch wollen. Aber er will auch Fußball spielen, danke. Ich denke, ich weiß, was das Beste für ihn ist. Wissen Sie, wie oft ich diesen Satz in 35 Jahren gehört habe? Die Eltern sind oft die Letzten, die wissen, was das Beste für ihre Kinder ist. Ach. Haben Sie Kinder? Nein. Verzeihung, aber dann wissen Sie nicht, wovon Sie sprechen. Aber ich weiß, dass Nikolas kein Kind mehr ist. Er kommt jetzt in ein Alter, wo er seine eigenen Entscheidungen treffen muss. Und als Vater sollten Sie ihn dabei unterstützen, statt ihm Steine in den Weg zu legen. Jedenfalls würde ich das tun, wenn er mein Sohn wäre. Ich würde wollen, dass er glücklich ist, Herr Sajenko. Petra, deinen Kaffee. Ja, danke. Tut mir leid, Frau Winter.
Volltreffer. Petra, du wirst mir richtig unheimlich. Am Ende gewinnst du doch noch den Pokal. Ach, wie denn? Wir haben ja keine Verteidigung mehr. Jedenfalls keinen, der verteidigen kann. Und unser Torschütze hat Liebeskummer. Den kann ich doch nicht verkuppeln, nur damit er wieder Tore schießt. Nee, das lass lieber. Du kennst dich aus in Deutsch und Latein, aber mit der Liebe? Bringst mich da auf eine Idee. Jetzt wissen, was? Herein. Ah, Herr Brenner, was kann ich für Sie tun? Frau Hummel, ich glaube, ich habe Ihren Wagen mit meiner Schubkarre erwischt. Ach, ich habe meine Unterlagen vergessen. Ich bin gleich wieder da. Lesen Sie doch schon mal Kapitel 12, ja? Also los, komm. Frau Winter, ich hab's mir noch mal überlegt. Ich pack das nicht. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber wenn du immer nur defensiv spielst, spielst du vielleicht zu null und wirst nie hochgewinnen. Also, voller Einsatz, volle Offensive. Komm. Alles klar, Trin. Ja. Nur Mut. Bist bereit. Jasmin, seitdem du mit mir Schluss gemacht hast, da kann ich an nichts anderes denken als an dich. Du bist echt die tollste Frau, die ich kenne. Und ich wollte dir sagen, dass... Naja, das wollte ich dir vor der ganzen Schule sagen. Und, also, ich kann mich ändern, wenn du willst. Ich muss nicht immer Fußball sehen. Wir können... Weiter so. Wir können noch mal ins Kino gehen oder ins Theater. Ja gut, Theater nun vielleicht nicht gerade, aber wo du eben hin willst. Bist du fertig? Und Jasmin, ich liebe dich. Seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe. Ach so, ja, hier ist übrigens Ümit. Und das reicht jetzt. Darf ich dir meine Mannschaft vorstellen? Christian Brenner, ich bin der Co-Trainer. Sag mal, du hast mir gar nicht gesagt, dass du ein Co-Trainer bist. Ja, eigentlich bin ich nur der Hausmeister. Aber sagen Sie es nicht weiter. Ja. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo, ich bin der Anton. Hallo. Hallo. Hi. Du hättest mich wenigstens warnen können. Ja, das war spontan. Hey, das ist ein hübsches Kleid. Ist das neu? Das habe ich in Paris gekauft, damals, als wir mit der Klasse da waren. So, in Paris. Geht's euch gut? Fehlt noch was? Ja. Prost, Frau Winter. Prost. Was sagt denn dein Hausmeister dazu? Und was Herrn Brenner angeht, er wird gar nicht bemerken, dass ich anders aussehe. Ah, was ab? Frau Winter, haben Sie ein paar Servietten? Es wäre doch zu schade um die schönen Polster da drüben. Das ist sehr aufmerksam hier. Bitte schön. Nehmen Sie die auch noch? Ja. Mama, hör mal weg. Das steht Ihnen, das macht was her. Haute Couture, hm?
Wunderbar. Hier sind Sie. Was machen Sie denn da? Ich mache Ihre Kette wieder ganz. Das muss aber wirklich nicht sein, Herr Brenner. Ich dachte, wo ich schon mal hier bin, sammeln Sie Fußbälle? Ach. Warum wohnen Sie eigentlich bei Ihrer Mutter? Tja, das kann ich Ihnen sagen. Das ist mein Elternhaus. Hier bin ich aufgewachsen. Kurz nachdem meine Scheidung endlich durch war, ist mein Vater gestorben. Das war keine so leichte Zeit für mich. Ich habe ihn sehr geliebt. Er war übrigens auch Lehrer. Ja, und dann bin ich wieder zu meiner Mutter gezogen. Es ist schön, wenn immer jemand da ist, mit dem man reden kann. Ja, ja. Dafür habe ich nur den Kaktus. Wobei ich auch gut allein sein kann. Es ist wichtig, dass man auch allein sein kann. Was haben Sie eigentlich gemacht, bevor Sie zu uns ans Gymnasium gekommen sind? Ich war ein Ein-Mann-Handwerksbetrieb. Brenner wird's richten. Ich habe alles gemacht. Tischlern, Malern, Klempner, alles. Letztes Jahr habe ich pleite gemacht. Es tut mir leid. Ach, hören Sie auf. Ich hatte eh keine Lust mehr, immer den Außenständen hinterherzurennen. Wissen Sie, wenn was kaputt ist, schreien alle nach dem Handwerker. Und wenn es ans Bezahlen geht, schwupps, hört man nicht mehr. Nee, nee. Hier am Gymnasium habe ich jeden Monat mein Gehalt. Ich habe eine schöne Wohnung. Und wissen Sie was? Ich bin gern unter jungen Leuten. So, jetzt können Sie wieder fahren. Ach, wunderbar. Pass auf! So. Was bin ich Ihnen schuldig? Wollen Sie mich beleidigen? Ich möchte mich nicht verpflichtet fühlen. Niemandem gegenüber. Und wir kennen uns doch kaum. Es ist wirklich so schwer zu akzeptieren, dass es jemand einfach nur gut meint. Was ist los mit Ihnen? Sind Sie erst zufrieden, wenn Sie keiner mehr leiden kann? Es freut mich, dass Sie allein sein können. Denn das werden Sie über kurz oder lang sein. Allein. Meine Meinung. So geht es nicht weiter. Die stellen mir das ganze Haus auf den Kopf. Oh, bitte jetzt nicht. Aber. Wir wollten nur. Tja, geht bitte, sofort. Tut mir leid. Entschuldigung, Frau Winter. Petra, ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Was soll denn mit mir los sein? Naja, dass du immer später nach Hause kommst, meinetwegen. Aber diese seltsame Leidenschaft für den Fußball. Auch okay, aber wenn jetzt plötzlich eine ganze Horde wildfremder Teenager hier reinstürmt und mir meine ganze Wohnung verwüstet, also entschuldige bitte, aber das geht mir zu weit. Entschuldige, das ist auch meine Wohnung. Und es sind keine wildfremden Teenager, sondern meine Schüler, die ich übrigens sehr gerne mag. Und diesen Hausmeister, den magst du ja offensichtlich auch sehr gern. Darüber möchte ich jetzt nicht mit dir diskutieren. Ach, verzeih mir, dass ich mich in dein Leben einmische. Aber ich bin ja auch nur deine Mutter. Warum kannst du mich nicht mal unterstützen, statt dich über die Unordnung aufzuregen oder so einen albernen, kaputten Frosch? Ich habe dich mein Leben lang unterstützt, verdammt nochmal! Oh ja, natürlich. Ich hab's heute noch im Ohr, wie du mir bei meiner Hochzeit viel Glück gewünscht hast. Und dazu hast du gesagt, du wirst es brauchen, mein Kind. Und bei meiner Scheidung, nicht mal da, konntest du dir verkneifen zu sagen, naja, das konnte ja nicht gut gehen. Auf die Art von Unterstützung kann ich gut verzichten, Mutter. Ich wollte dir Kummer ersparen. Aber du warst ja nicht zu bremsen. Du bist pfeilgerad in dein Unglück gerannt. Und das kannst du jetzt wieder tun. Aber ohne mich. Und meine Frösche sind überhaupt nicht albern. Elf Meter! Pass du doch auf! Komm mal her, du Hitzkopf! Komm mal her! Du gehst vom Platz! Sind Sie verrückt geworden? Das war doch kein Foul! Das war kein Foul, das war eine Tätlichkeit! Außerdem bin ich hier der Schiedsrichter. Von wegen, Sie sind hier nur der Hausmeister. Sie nehmen die rote Karte sofort zurück. Sie gehen zu Ihrer Bank, wo Sie hingehören, sonst verlassen Sie auch den Platz. Ich denke ja nicht dran. Idiot, was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Zwickt euch ab!
auseinander. Ihr sollt auseinander gehen. Hört auf zu streiten. Aufhören, du auch. Um Gottes Willen, Frau Winter. Frau Winter, können Sie mich hören? Alter, du hast die Winter umgenietet. Wie schnell kannst du das Land verlassen? Frau Winter. Hallo. Hallo. Ach Gott sei Dank, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Machen Sie sich keine Umstände. Ich fahre einfach mit dem Fahrrad nach Hause. Kommt und überhaupt nicht in Frage. Sie legen sich kurz hin, ich mache Ihnen Eisbeutel und dann fahre ich Sie nach Hause. Fühlt sich an, als wären mir alle Zähne gezogen. Mir ist ja schon viel passiert, aber mit der Faust hat mich noch kein Schüler niedergestreckt. Und ich wette, viele hätten Lust dazu. Naja. Willkommen in meinem Reich, aber seien Sie nicht zu streng. Ich habe mich aufgeräumt. Bitte. Danke. So, kommen Sie her. Schön ans Kinn halten, dann wird's nicht dick. Danke. Legen Sie sich ruhig hin. Also, nicht aufgeräumt war ja stark untertrieben. Ich meine, Sie sind doch schon ein paar Wochen hier. Wollen Sie nicht mehr auspacken? Das lohnt sich ja vielleicht gar nicht. Ich bin ja nur auf Probezeit. Ach. Haben Sie Hunger? Ich könnte was kochen. Oh, was Sie wollen. Ich habe sogar einen Bock. Nein, nein, danke. Ich könnte ja sowieso nur was Püriertes essen. Ja, das stimmt. Sie sind aber wirklich im Büchernarr. Haben Sie die alle gelesen? Ja, klar. Habe ich alle vom Flohmarkt. Ach. Sonntags am Arkona-Platz. Da gibt's die besten Sachen, kann ich Ihnen sagen. Jetzt setzen Sie sich doch wenigstens. Wie finden Sie die? Habe ich gestern gemacht. Jedenfalls besser als die letzten. Beim Lachen tut's noch sehr weh. Ja, aber Lachen ist gut. Sollten Sie öfter mal versuchen. Ja, ich weiß. Ich hab nicht immer die allerbeste Laune. Ja, manchmal schon. Das sieht man daran, dass Sie dann die kleinen Ohrringe tragen mit den roten Steinen drin. Ihre Absätze sind etwas höher und Sie gehen dann langsamer schön reinhalten. Normalerweise marschieren Sie ja über den Schulhof, über den Exerzierplatz. Aber wenn Sie gute Laune haben, dann schlendern Sie fast. Aber nie am Freitag. Freitag sind Sie mal besonders schlecht gelaunt. Wollen Sie nicht doch eine Kleinigkeit essen? Wissen Sie was? Ich rühre uns ein Ei. Och. Herr Brenner, glauben Sie, dass wir dieses Spiel gewinnen können? Das fragen Sie mich. Ich bin ja nur der Hausmeister. Ach, das tut mir leid, was ich da alles zu Ihnen gesagt habe. Können Sie das vergessen? Was immer Sie glücklich macht. Vorsicht. So. Hier, Sie dürfen anfangen. Also, ich weiß nicht. Na los, wir leben doch nur einmal. Und wir sind schon ein paar Zettel auf dem Boden. Ich mach sie ja wieder weg. Ist doch für die Jungs. Also gut, für die Jungs. Macht richtig Spaß. Also sowas hab ich noch nie gemacht. Schauen Sie mal, Ihr Kaktus hat Blüten bekommen. Frau Winter?
Frau Winter. Guten Morgen, Frau Hummel. Jetzt sehen Sie sich dieses Durcheinander an. Ich wollte Herrn Brenner sagen, dass er das sofort wegräumen soll. Der schläft noch. Was Sie nicht sagen. Ja, ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ja, meine Tochter, Petra Winter. Seit gestern Abend. Was heißt hier 24 Stunden? Meine Tochter ist seit 10 Jahren nicht mehr die ganze Nacht weggeblieben. Nein, vielleicht ist sie ja überfallen worden und ausgeraubt worden. Oder irgend so was anderes Scheußliches. Danke, sie ist schon da. Sag mal, wo warst du? Beim Christian. Ach, beim Hausmeister. Naja, ich hoffe, du sagst mir Bescheid, wenn ihr dann zusammenzieht, damit ich mich nicht allzu sehr wundere, wenn du gar nicht mehr nach Hause kommst. Niemand zieht mit irgendwem zusammen. Christian Brenner ist neu. Was? So genau weiß ich das auch nicht. Er ist ein Freund. Ach, du hast doch gar keine Freunde. Komisch. Ich dachte, wir seien Freunde. Das sieht ja schon richtig nach Fußball aus. Ach, der Herr Brenner ist auch da. Sie verstehen sich gut, der Herr Brenner und Sie, oder? Sie haben es auch schon gehört. Ich habe mich beim Training verletzt, er hat mich verarztet und ich bin in seiner Wohnung eingeschlafen. Und bevor Sie mir unmoralisches Verhalten vorwerfen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Ganze Sie überhaupt nichts angeht. Und wenn ich ab jetzt jede Nacht bei Herrn Brenner verbringen will, so tue ich das. Auch ohne Ihre Erlaubnis. Schaut mal, wer da kommt. Frau Winter, ich soll Sie schön von meinem Vater grüßen. Er meinte, bevor Sie ihn noch mal die Hölle heiß machen, lässt er mich lieber spielen. Danke. Ach, Nikolas. Mann, jetzt gib ab, du Penner! Hallihallo, Herr Leuschner. Wie geht's uns denn? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Oh, aber mir geht's beschissen. Mit den besten Wünschen der Kollegen. Ja, was ist denn? Ich brauche eine Vase. Herr Leuschner, ich hab's Ihnen schon 100 Mal gesagt. Wenn Sie etwas möchten, dann klingeln Sie. Wenn ich hier klingel, dann kommt bis Weihnachten keiner. Und hat die Winter schon aufgegeben? Frau Winter? Nein, die kommt großartig mit den Jungs aus. Ich glaube sogar, dieses Jahr könnten wir zum ersten Mal das Herzog Ernst schlagen. Das soll wohl ein Witz sein. Ja, für Sie tut's mir natürlich äußerst leid. Ich meine, Sie warten ja schon seit Jahren auf den Pokal. Nun wird die Frau Winter ihn holen. Zu dumm. Aber machen Sie sich nichts draus. Sie sind ja im nächsten Jahr wieder dran. Tja, dann will ich mal wieder. Ach! Und die Frau Winter lässt herzlich grüßen. Sie sollen sich schön lange erholen und sie schickt Ihnen eine Aufnahme des Spiels nach Hause. Tschüss. Ich möchte sofort, aber sofort meine Mannschaft wieder haben. Die Zeit der Trauer und der Einsamkeit ist vorbei. Alles, was es jetzt noch gab, war der Augenblick. So wertvoll, dass er ewig dauern sollte. Ich glaube, Jasmin, aus Ihnen wird doch noch eine Schriftstellerin. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie zum nächsten Schülerwettbewerb anmelde? Natürlich nicht, Frau Winter. Frau Oberstudienrätin, Sie wollten nur noch 2 Literaturbeispiele von Teufels Darstellung haben. Ja, und? Faust und Dr. Faustus. Oh, jetzt sagen Sie bloß, Sie haben die Werke auch noch gelesen.
Nö, dafür gibt's doch Internet. Gebildet ist der, der weiß, wo er etwas finden kann. Danke. Richtige Antwort, Herr Pelzer. Ah, Frau Winter, ich habe gute Nachrichten für Sie. Herr Leuschner. Frau Winter? Ja, unser Herr Leuschner fühlt sich wider Erwarten doch imstande, die Fußballmannschaft bis zum Spiel weiter zu trainieren. Sie sind hiermit von Ihrem Auftrag befreit und können sich wieder ganz auf Ihren Unterricht konzentrieren, Latein und Deutsch. Das ist doch lächerlich. Nichts für ungut, Herr Leuschner, aber in dem Zustand können Sie doch unmöglich die Mannschaft effektiv trainieren. Dann können Sie Ihren Hintern drauf verwetten, dass ich das kann. Und Ihre schönen Grüße und die Videoaufnahme, die können Sie behalten. Haben Sie irgendwie zu viel Schmerzmittel genommen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Frau Winter, Sie wollten doch den Auftrag gar nicht. Wir tun Ihnen nur einen Gefallen. Aber ich kann doch jetzt die Jungs nicht im Stich lassen, so hart, wie wir gearbeitet haben. Es tut mir leid, aber ich habe das bereits entschieden. Es gibt nichts, was Sie noch tun können. Alia Jagda ist. Herr Leuschner ist nun mal der Sportlehrer und Sie sind eine Plage. Ich verstehe. Ich weiß, ich bin nicht die beliebteste Lehrerin. Aber ich bin wenigstens ehrlich. Guten Tag. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich eine faire Chance habe. Aber die haben ja darauf gewartet, dass ich aufgebe. Frau Winter, ich weiß. Wie? Was wissen Sie? Ich war zufällig im Lehrerzimmer, als die ihre Intrige gegen Sie gespannt haben. Die haben gehofft, dass die Jungs Sie fertig machen und Sie den Job hinschmeißen. Und das haben Sie die ganze Zeit für sich behalten? Sie haben mich ins offene Messer laufen lassen. Ich stand da wie ein... Also mir fehlt das Frau Wort Winter, dazwischen. Ich hab's gewusst, dass Sie schaffen. Deshalb habe ich Ihnen doch geholfen. In den ganzen 35 Jahren habe ich mich noch nie so gedemütigt gefühlt. Ich habe mich zum Gespött des Kollegiums gemacht. Dabei haben Sie mir in der Tat geholfen. In 10 Minuten auf dem Platz, Jungs. Aber flott! Der Typ nervt mich jetzt schon. Ich habe auch gar keinen Bock auf Training. Hallo. Frau Winter, machen Sie jetzt doch weiter? Nein. Aber ich habe euch was mitgebracht. Das sollte eigentlich eine Überraschung sein fürs Spiel. Aber ihr könnt euch ja schon mal dran gewöhnen. Max, das ist für dich. Dankeschön. Cool. Nikolas. Frau Winter, könnten Sie nicht trotzdem ab und zu vorbeikommen und zusammen mit dem Leuschner? Jungs, es gibt nur einen Trainer, aber ein ganzes Team. Ihr werdet dieses Spiel gewinnen. Vergesst das nicht. Hier, verteilen. Nun komm, nimm den an, das Ding, die Pille, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Und du zieh durch. Zieh durch. Aus hier. Gib eine Flanke rüber. Ah, flott. Mann, Jungs hier. Los, aber ganz flott. Sind wir alte Herren oder was? Da geht ab, du Flasche. Na los, aber zack, 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 zack. Wir sind hier nicht draußen auf dem Sofa. Ja, ja, die Belohnung, die treffst du, du Pfeife. Sonst gibt's gleich drei Rundenstrafe, du blinkst nicht, du. Wenn's jetzt Spiel auf der Platte, los. Zieh durch, aus hier. Zack, zack, zack. Mann, ihr pfeift genau. So siehst du aus, du Pfeife. Nicht mal auf, kannst du, wie sollst du denn in der Fußball spielen? Und das geht schneller, Herr Brenner, sind Sie oben? Nee, aus. Ich hab gekündigt. Dr. Achenbach hat mir klargemacht, dass ich nach der Probezeit wohl nicht fest angestellt werde. Aber das geht doch nicht. Halb so wild, die Rente naht und ich komme endlich mal zum Lesen. Aber die Jungs werden mir fehlen und...
Ach ja. Sind Sie so nett und geben die Lady Chatterley für mich in der Bücherei ab. Ganz schön saftig. Hätte nicht gedacht, dass Sie sowas empfehlen. Herr Brenner, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich kann verstehen, warum Sie mir nichts sagen konnten. Es hätte auch nichts geändert. Also, vielen Dank. Gleichfalls. Für alles. Deine Karten über das große Spiel morgen. Och, sieht ganz gut aus. Sag mal, hast du da eben gemogelt? Jetzt sei keine Spielverderberin. Das ist für dich. Für mich? Mhm. Für Petra Winter, meine geliebte Tochter und beste Freundin, Mutter. Oh. Weißt du, du hast immer gesagt, dass mir alle Wünsche erfüllt wurden. Das stimmt aber nicht. Mein größter Wunsch war immer, dass du glücklich bist. Guten Tag, Frau Winter. Nikolas, aber heute ist nicht Donnerstag. Es ist auch nicht meine Nachhilfe. Immer noch Lust, Klavier zu spielen? Ja, sehr große. Klavierschule Seite 1. Die Töne des Dur-Dreiklangs. Wir beginnen mit der Maus. G, H und D. Darf ich jetzt mal? Na, aber klar. G, H, D. Wunderbar. Hallo, Frau Winter. Hier. Guten Tag. Darf ich vorstellen, das ist meine Mutter, Elisabeth. Hallo. Fuchs. Freut mich. So. Und das ist Maria, unsere Bibliothekarin. Ich freue mich. Guten Tag. Hallo. Ich hoffe, Ihre Jungs haben nicht vergessen, was Sie ihnen beigebracht haben. Ach, guten Tag, Kasenko. Hallo. Jasmin. Hallo. Falls Sie jemanden Bestimmten suchen, der ist noch nicht da. Frau Winter, wir haben ein Problem. Schon wieder. Ist was mit den Jungs? Sozusagen. Sie wollen nicht herauskommen. Wie bitte? Sagen Sie denen, dass es für Sie Konsequenzen hat. Mit Drohungen erreichen Sie gar nichts, Dr. Achenbach. Ich rede mit Ihnen. Sie sind also Dr. Achenbach? Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Nur Gutes, hoffentlich. Ganz im Gegenteil. Tatsächlich. Wie erfrischend. Was ist denn da los? Versuchen Sie es doch mal. Sie sind doch die Lateinlehrerin. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Also, was ist hier los? Max! Wir gehen da nicht raus ohne Sie. Sie sind unsere Trainerin, nicht der Leuschner. Ohne Sie verlieren wir. Der Leuschner hat gar keine Ahnung vom Fußball. Ja, aber ihr habt Ahnung vom Fußball. Und genau das werdet ihr jetzt zeigen. Ihr spielt genauso, wie wir es trainiert haben. Wir haben doch nicht umsonst so hart gearbeitet. Jungs, ihr werdet dieses Spiel gewinnen. Ich weiß das. Max, jetzt unterstützt mich. Was ist denn jetzt? Können wir endlich anfangen? Ich habe den Jungs gesagt, dass sie raus sollen. Wir gehen nur, wenn Frau Winter als Trainerin mit dabei ist. Genau. Herr Dr. Achenbach, die Leute warten. An Ihrer Stelle würde ich jetzt meine Entscheidung treffen. Frau Winter, warum zieren Sie sich denn so? Sie sind doch die Trainerin. Jetzt bringen Sie Ihre Jungs bitte auf den Platz, wenn ich bitten darf. Tja, also, werden Sie darauf bestehen? Na also, geht doch. In 5 Minuten auf den Platz. Also, raus, Jungs! Frau Winter, ich möchte Ihnen noch alles Gute wünschen zum Spiel und ich habe hier ein kleines Souvenir, einen schönen Gruß von der Polizei. Viel Glück! Herr Brenner,
das war mir jetzt schön. Tja. Na, vielleicht kann ich Sie ja mal im Deutschunterricht vertreten. Gott stehe uns bei. Es steht 5:4 für den Außenseiter, das Fröbel-Gymnasium. Wir sind in der Schlussminute und sehen den letzten Angriff des Herzog-Ernst-Gymnasiums. Paul, den hältst du, pass auf, du hältst ihn, pack ihn, nimm ihn hier, ja! Der diesjährige Sieger des Pokalspiels Friedrich Fröbel gegen Herzog Ernst ist das Friedrich-Fröbel-Gymnasium. Ja. Jungs, den haben wir uns verdient. War auch eine Menge Arbeit. Entschuldigung, darf ich mal? Ich glaube, der gehört Ihnen. Max. Jungs, ihr wart wunderbar. Danke, Jungs. Übrigens, wir feiern danach bei uns zu Hause. Ich meine, falls Sie Lust haben. Was immer Sie glücklich macht, Frau Petra. Ich bin der Christian.